Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone, heute mit einem Video zu den 5 besten Season 4 Klassen. Das Ganze habe ich schon mit Season 2 und mit Season 3 gemacht. Ich lasse mir da immer so circa eine Woche Zeit und es ist jetzt wirklich genau eine Woche her, dass die Season kam, bis ich dieses Video mache, einfach um so ein bisschen auch selbst für mich so rauszufinden, was sind denn die besten Waffen und nicht auf Teufel komm raus, einfach dieses Video zu produzieren, denn es soll ja letztendlich auch Sinn machen und euch die besten Klassen zeigen. Das Ganze ist natürlich nur meine Meinung, ne? Ich will euch ein paar Tipps geben, probiert die Klassen gerne aus, ne? Wenn euch irgendwas daran nicht gefällt, dann ändert die Klassen gerne oder spielt sie gar nicht erst, ne? Natürlich, ich will euch zu nichts zwingen. Wenn euch die Klassen aber gefallen, dann checkt die gerne ab und lasst natürlich gerne ein Like da auf dem Video. Und wenn ihr noch neu sein solltet, gerne auch ein kostenloses Abo. Dann verpasst ihr die nächsten Warzone-Videos nicht. Oder würde ich sagen, wir gehen rein in die ganzen Klassen. Ja, Freunde, ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, damit ich so ein bisschen mehr zu den einzelnen Klassen letztendlich sagen kann. Denn ja, es gibt natürlich auch Gründe, wieso, weshalb, warum die Klassen welche Aufsätze und so weiter dabei haben. Ganz kurz zum Grundsetup. Das ist überall das gleiche, denn ich spiele überall KRD, Overkill und Eifrig in meinem ersten Loadout-Drop und dann Semtex und Betäubung. Natürlich könnt ihr hier auch gerne, was weiß ich, Herzschlag-Sensor und keine Ahnung, irgendwie Termit oder sowas spielen. Macht das, wie ihr Bock drauf habt. Aber das ist so mein Grund-Loadout, ne? Darauf baut alles auf. Und das ist so die aktuelle, in meinen Augen, Meta-Klasse, die sich am meisten, ich sag jetzt mal einfach, lohnt. Die Pharah einmal, denn die ist absolut einfach unfassbar krass, auch durch die neuen Läufe. Wieso, weshalb, warum? Das werde ich jetzt nicht so krass natürlich erklären. Ich habe ein einzelnes, explizites, spezielles Video zur Pharah hochgeladen vor ein paar Tagen. Deshalb checkt das Video gerne ab, wenn euch das mehr interessiert. Die Aufsätze sind auch wie im Video schon gewesen. Normaler Schalldämpfer, 18,7 Zoll Spätzlers RPK-Lauf. Das ist der letzte Lauf, der ja mit dem Season 4 Update auch einen Buff bekommen hat, beziehungsweise der jetzt komplett anders funktioniert, der euch jetzt mehr Rückschusskontrolle und sowas auch gibt, was eben die ganzen Cold War Sturmgewehre auf Range deutlich, deutlich stärker machen. Und es ist jetzt auch einfach interessant für die Zukunft, denn man könnte wirklich eigentlich fast jedes Cold War Sturmgewehr mal ausprobieren mit diesem Setup hier, wie ich das hier gezeigt habe, mit dem längsten Lauf, dann mit dem Spätzlersgriff, beziehungsweise der heißt bei den anderen Waffen, bei den amerikanischen Feldagentengriff, der euch dann auch nochmal weniger Rückstoß gibt, beziehungsweise bessere Rückstoßkontrolle. Das größere Magazin, bei vielen Waffen werdet ihr gleich sehen, nehme ich das 45-Schuss-Magazin mit, aber da die Pharah eine relativ hohe Feuerrate hat, würde ich da schon das größte Magazin mitnehmen, in dem Fall das 60-Schuss-Magazin und den normalen Schalldämpfer, weil ihr sonst mit dem GRU zu viel ADS-Time verlieren würdet, habe ich ja aber alles schon im Pharah-Video erklärt. Und das Axial Arms natürlich. Ich zeige euch einmal das Fadenkreuz, was ich immer spiele. Das ist das Zyklop aktuell. Ich weiß nicht wieso, ich finde es unfassbar übersichtlich. Ich kann euch das nur empfehlen, mal auszuprobieren. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Das ist meine Pharah-Klasse, die ich ja schon gezeigt hatte. Bei der Nagelpistole habe ich mir die Variante gekauft. Und generell könnt ihr ja eh nichts an Aufsätzen ändern, ne? Also die hat keine Aufsätze, die Nagelpistole. Das heißt, da kann ich euch schon mal nichts zeigen. Aber Nagelpistole, die beste Time to Kill auf Close Range, was vollautomatische Waffen angeht, ne? Ihr habt natürlich den Nachteil, ihr werdet immer auf der Karte angezeigt. Ihr habt nur 20 Schuss, relativ niedrige Feuerrate. Aber wenn ihr mit dem Ding umgehen könnt, dann habt ihr die beste Time to Kill in ganz Warzone, was vollautomatische Waffen angeht. Deshalb sehr, sehr krasses Teil, ne? Standpunkt jetzt wird an der noch nichts genervt. Die checken natürlich aktuell, prüfen das, ob da was genervt werden muss. Das haben sie auch schon öffentlich gesagt. Also Raven Software, der Entwickler. Aber es ist eben im Standpunkt jetzt noch nichts dran geändert worden. Und deshalb würde ich die auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Die ist wirklich sehr, sehr stark. Habe ich auch ein Video zugemacht. Ne? Checkt das auch gerne ab. Wie gesagt, ich mache eigentlich immer zu einzelnen Waffen Videos, wo ich dann auch genauer drauf eingehe. Time to kill, Schaden, Reichweite und so weiter. Wer sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte oder beziehungsweise wen das einfach interessiert, checkt wie gesagt gerne die anderen Videos ab. Da gehe ich immer mehr ins Detail. Wir kommen zur nächsten Klasse und die ist in meinen Augen immer noch so ein bisschen underrated. Und zwar die Cold War AK. Bitte nicht verwechseln mit der MW AK. Mir wird häufiger geschrieben, die MW AK sei genauso gut oder sogar in manchen Fällen besser als die Cold War AK. Stimmt an der Stelle leider nicht, ne? Also die hat weniger Schaden, weniger Mobility, mehr Rückstoß und weniger Feuerrate. Also alles Dinge, die wirklich quasi gegen die MW AK sprechen, ne? Alles. Wirklich in jeglicher Hinsicht ist die Cold War AK einfach die bessere Waffe. Deshalb Cold War AK auf jeden Fall. Die war in meinen Augen schon, bevor eben diese ganzen Läufe verändert wurden, schon sehr, sehr krass. Also ich habe die davor schon ultra gerne gespielt. War für mich schon immer voll die nice Abwechslung zur Amax. In meinen Augen sogar noch ein bisschen einfacher zu spielen als die Amax und ein bisschen stärker. Amax wurde jetzt nochmal genervt und die Cold War Läufe wurden nochmal verbessert. Ihr habt damit noch weniger Rückstoß und das war davor schon kontrollierbar. Jetzt noch besser. Also Cold War AK auf jeden Fall. Wieder mit dem letzten Lauf. Ich spiele hier den GRU Mündungsfeuerdämpfer, denn im Vergleich zur Pharah hat die AK eine nicht so hohe Feuerrate. Ich finde, da braucht man kein 60-Schuss-Magazin, was euch wieder Zielvisiergeschwindigkeit wegnehmen würde. Da reicht das 45er und deshalb können wir auch den GRU drauf machen, der uns auch ADS-Time wieder wegnimmt, aber eben, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also ihr habt dann nicht eben dieses doppelt gemoppelte ADS-Time wegnehmen und dann seid ihr ultra langsam im Visier, sondern das passt auf jeden Fall alles so. Auch hier wieder der Spitznassgriff, um nochmal weniger Rückschuss zu haben und
des Axel Arms natürlich wieder, habe ich in dem Fall gar nicht drin, mit dem Zyklopfadenkreuz. Auch eine sehr, sehr wilde Klasse. Wirklich unbedingt ausprobieren. Jeder, der die AK noch nicht gespielt hat oder der denkt so, oh nee, habe ich keinen Bock drauf oder sowas, probiert sie aus. Wirklich, die AK ist wirklich wild und ich sehe immer noch ganz wenig Leute, die die spielen, was ich nicht so ganz verstehen kann, denn die ist unfassbar stark. In Kombination sehr, sehr geil, beispielsweise mit der PPSH, die hier irgendwie in dem Vorschaubild komplett verbuggt aussieht. Das kann nicht so stimmen. Die PPSH hat ja auch mittlerweile einen zweiten und einen dritten Buff schon bekommen. Das Visier von der ist jetzt endlich nice. Sie hat jetzt endlich eine gute Time to Kill. Also da wurde echt viel, viel dran geändert und vor allem ist der Rückstoß so nice, dass ihr die wirklich auch komplett auf Mobility bauen könnt. Dann habt ihr eine gute Feuerrate, wie gesagt, eine gute Time to Kill und ein relativ großes Magazin. Wirklich einfach eine nice Waffe. Das sind hier meine Aufsätze. Der normale Feuerdämpfer, der euch nur ein bisschen an Range wegnimmt, dafür eben keine ADS-Time, wie es der normale GRU bzw. eben Agency bei anderen Waffen tut. Das finde ich sehr, sehr geil bei SMGs, wenn ihr dann eben gar nichts quasi an ADS-Time verliert, sondern nur Aufsätze draufpackt, die euch dann nochmal ein bisschen beweglicher und sowas machen. Deshalb hier auch kein Aufsatz für Range und sowas, denn wir spielen die AK eh schon ab Midrange. Dann können wir die PPSH wirklich auf Close bauen und damit wir mit der geil Movementen können, richtig nice in Close-Range-Gunfights gehen können, nehmen wir hier noch den Patrouillengriff mit. Der gibt euch das maximale Bewegungstempo beim Sprinten. Ich glaube 7% oder sowas bekommt ihr da dazu. Das klingt wenig, aber das ist sehr, sehr viel. Damit seid ihr ultra schnell unterwegs, also wirklich sehr geil. In Kombination mit dem Tiger Team Scheinwerfer, der euch nochmal Bewegungstempo und Gehgeschwindigkeit beim Zielen gibt. Sehr, sehr geil. Damit seid ihr wirklich unfassbar geil mobil. So, das macht sehr, sehr viel Spaß. 55 Schussmagazin spiele ich da noch drauf, um noch ein bisschen mehr Munition dabei zu haben. Ne? Das passt aber absolut. Nachladeanimation ist auch in Ordnung. So, ne? Also passt absolut. Und der Plünderer schafft, um nach dem Sprinten nochmal eben schneller schießen zu können. Das ist hier diese Sprint-Schießen-Wechseldauer. Ein sehr, sehr wichtiger Vorteil, deshalb auch immer der letzte schaffen und nicht der vorletzte. Der gibt euch nämlich nicht die Sprint-to-Fire-Time, das ist der englische Ausdruck dafür. Und natürlich noch mehr Bewegungstempo beim Zielen und beim Feuern. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil, um dann natürlich noch mobiler zu sein in so einem Close-Range-Gunfight, wenn ihr im Visier seid. Ihr verliert extrem an Präzision aus der Hüfte, das muss man so sagen, ne? Deshalb geht einfach ins Visier. Ne? Das ist die einfache Lösung dahinter. Beides Waffen, die aktuell in meinen Augen so ein bisschen unterschätzt werden. Probiert die gerne aus, ist wirklich eine sehr, sehr geile Klasse. Dann kommen wir zur C58 No-Recoil-Klasse. Auch hier wieder eigentlich ein ganz, ganz simples Setup. Und auch zur C58 habe ich ja letztens ein Video gemacht. Sehr geringe Feuerrate, aber wenn ihr eure Bullets trefft, und das ist nicht schwierig mit der, weil mit dem Klassensetup habt ihr überhaupt keinen Rückstoß, dann knallt die ordentlich rein. Die hat nämlich richtig viel Schaden. Ihr habt potenziell eine sehr, sehr gute Time to Kill auch mit der. Wenn ihr ein guter Spieler seid, wenn ihr eure Shots treffen könnt, auch auf Range, dann geht ihr mit diesem Teil auf jeden Fall sehr, sehr krass ab. In meinen Augen auch ein bisschen besser als die Amax auch davor, vor dem Nerf war. Und ich komme mit der wirklich auch sehr, sehr gut zurecht. Also die hat mir beim Gameplay fürs Video erspielen mit am meisten Spaß gemacht. Einfach weil die so ein richtig nice Feeling hat irgendwie. Die haut einfach rein und es macht Spaß. Und wenn man da seine Bullets trifft, dann ist das sehr belohnend, sage ich mal. Ne? Weil wenn ihr Kugeln daneben schießt, dann werdet ihr sofort dafür bestraft. Die Time to Kill wird direkt deutlich schlechter. Wenn ihr aber alle Kugeln trefft, werdet ihr extrem belohnt. Unbedingt ausprobieren, die Klasse auch hier, letzter Lauf wieder, den Agency wieder drauf, weil wir müssen kein ganz großes Magazin drauf machen, weil die Feuerrate sehr gering ist. Ihr könnt sehr, sehr lange dieses 45-Schuss-Magazin benutzen und ihr braucht auch für einen Kill, ich glaube, 6 bis 7 Bullets oder so immer nur. Feldagentengriffe, noch weniger Rückstoß und das Axel Arms mit dem Zyklop-Fahnenkreuz, weil ich wieder nicht drauf gemacht habe. Die C58 hat eine extrem niedrige Feuerrate, deshalb kombiniere ich die sehr, sehr gerne mit einer MAC-10, die eine extrem hohe Feuerrate hat, also wirklich komplettes Gegenteil. Falls die C58 mal leer geschossen sein sollte oder ja, ihr halt einfach im Close-Range-Gunfight seid, dann die MAC-10 spielen und die ist mit diesen Aussätzen wirklich auch immer noch sehr, sehr geil. Hat schon mehrfach jetzt Nerfs bekommen, wurde mehrfach verschlechtert, aber ist immer noch einfach eine sehr, sehr starke Waffe, weil ihr eben diese extrem hohe Feuerrate habt. Es ist in Ordnung, wenn ihr mal ein paar Bullets daneben schießt. Es ist auch fast egal, auf welchen Körperteil ihr schießt. Ihr habt fast immer die gleiche Time to Kill oder ihr braucht mal eine Kugel mehr oder sowas. Nur das ist wirklich kein Unterschied, weil eine Kugel ist so schnell verschossen mit dem Teil. Deshalb, ja, sehr, sehr stark. Wir nehmen hier, um die noch ein bisschen mehr auf Range zu spielen, denn stellt euch vor, ihr habt mit so einer extrem niedrigen Feuerrate einen Gegner so auf 15 Meter vor euch stehen, dann solltet ihr schon ein bisschen mehr Range haben als nur so 5 bis 10 Meter. Deshalb spiele ich die hier so ein bisschen eben so, dass man die Range und die Bullet Velocity noch ein bisschen erhöhen kann mit dem Agency-Mündungsfeuerdämpfer und dem Sonderkommandolauf nochmal für mehr effektive Schadensreichweite auch, ne, um eben einfach die Effektivität der MAC-10 noch ein bisschen zu erhöhen. Den Tiger-Team-Scheinwerfer
für mehr Bewegungstempo beim Ziehen und sowas auch wieder, ne? Könnt ihr hier auch sehen. Und das Starnak 53 Schuss Magazin, in meinen Augen immer noch so das beste Magazin für SMGs, wenn ihr eben maximale Munitionskapazität dabei haben wollt, ohne krass an ADS-Time zu verlieren. Deshalb nie das schnelle 53er Mag hier mitnehmen. Das bringt euch, glaube ich, gar nicht so viel, auch was Nachladezeit angeht, aber es zieht euch extrem viel Zielvisiergeschwindigkeit ab, was nicht nice ist. Und auch hier wieder der letzte Schaft, der einfach der absolute Go-To-Schaft ist. Ne? Also den sollte man wirklich spielen. Ich würde auch den SAS-Kampfschaft hier nie auswählen, weil ihr braucht einfach dieses Sprint-to-Fire-Time. Ne? Nach dem Sprint schnell wieder in einen Gunfight zu kommen, kann euch meistens dann eben das Leben retten, wenn ihr dann wirklich den SAS-Kampfschaft spielen solltet, um weniger Nachteile bei der Präzision aus der Hüfte zu haben, auch wenn hier bei beiden der gleiche Nachteil steht. Ne? Ihr habt deutlich weniger Nachteile mit dem SAS-Kampfschaft, was Präzision aus der Hüfte angeht. Ihr kommt danach aber nicht so schnell in den Gunfight überhaupt rein. Ne? Was bringt euch dann die Präzision aus der Hüfte? Deshalb der letzte Schaft. Auch wirklich, wie gesagt, ein sehr, sehr geiles Klassensetup. Vor allem, ich finde diese Kombination aus extrem langsamer Feuerrate zu extrem hoher Feuerrate wirklich sehr, sehr geil. Macht ultra viel Spaß, sie so zu spielen. Kommen wir zu meiner nächsten Klasse. Die war so in der Art jetzt schon in, ja, jedem von diesen Klassenvideos. Die hieß bisher immer Underrated und es war bisher immer die Stoner 63 und die Cold War MP5. Ich wollte euch die Klasse 1:1 eigentlich wieder so zeigen, wie sie beim letzten Mal war, aber ich habe es diesmal ja, ein bisschen abgeändert, denn mir ist eingefallen, die Stoner ist jetzt natürlich nochmal nicer, auch wegen dem Sonderkommandolauf, denn der gibt euch jetzt nochmal weniger Rückstoß. Es war davor so, dass der Sonderkommandolauf euch bei allen Waffen mehr Rückstoß gegeben hat, dafür eben die maximale Bullet Velocity und die maximale Reichweite. Bei LMGs war das davor immer so, es gab keinen einzigen Lauf außer den Sonderkommandolauf, der euch Bullet Velocity gegeben hat, also Kugelschnelligkeit, und die normale Kugelschnelligkeit von so LMGs war eben einfach nicht gut genug, dass man die gescheit auch auf Range hätte benutzen können. Deshalb war die einzige Option, trotzdem den Sonderkommandolauf mitzunehmen, der euch aber damals eben schlechteren Rückstoß gegeben hat. Und so war das so ein bisschen so, ja, Pro-Contra, sage ich mal, hat sich ein bisschen ausgeglichen, war trotzdem sehr, sehr stark. Jetzt ist es aber auch so, dass ihr hier mit dem letzten Lauf, mit dem Sonderkommandolauf, Bullet Velocity, Reichweite und besseren Rückstoß bekommt. Das heißt, alle Vorteile, die wir uns wünschen, macht die natürlich sehr, sehr langsam. Ne? Geht nochmal langsamer ins Visier. 5% weniger Movement Speed oder so. Ihr seid dann echt ein Brocken mit dem Teil. Und das ist aber auch okay so, weil die benutzt ihr wirklich auf Midrange bis Longrange dann. Und dann könnt ihr die sehr, sehr gut so spielen. Hier das Klassensetup dazu. Ganz simpel eigentlich, ne? Letzter Lauf. Dann hier den normalen Schalimpfer tatsächlich. Ihr könnt auch den Agency mitnehmen. Aber dann geht die mir, wie gesagt, nochmal ein bisschen zu langsam ins Visier. Und ich will noch ein bisschen auch ja, auf Midrange in die Fights kommen, weil diese ADS-Time ist schon dann echt eklig. Auch hier natürlich wieder der Feldagentengriff, damit ihr nochmal weniger Rückstoß habt. Ne? Ist einfach nice, wenn ihr so eine Waffe habt und ihr habt irgendwie 3-4 Gegner so auf 80, 90 Meter vor euch, dann könnt ihr die wirklich weglasern, wenn ihr eben ja, so wenig Rückstoß habt. Deshalb auf jeden Fall der Feldagentengriff. Ich spiele hier das schnelle Magazin. Ihr könnt auch das 120er mitnehmen, aber mich stört bei LMGs einfach diese ultra lange Nachladezeit und das schnelle Magazin ja, kann das schon so ein bisschen verkürzen. Deshalb gerne das mitnehmen oder das 120 Schuss Magazin, wie ihr Bock drauf habt. Und auch hier wieder das Axial Arms. Achtung, ich habe es bestimmt wieder nicht drin. Natürlich nicht mit dem Zyklop Fahnenkreuz. Wie gesagt, ich habe diese Klasse schon mehrmals jetzt vorgestellt in diesen Videos zu Season 2 und Season 3. Ich hatte da immer die Cold War MP5 als Secondary und ich finde, das ging auch bisher eigentlich immer. Aber dadurch, dass wir die Stoner jetzt nochmal mehr auf Range gebaut haben, nochmal unmobiler und langsamer im Visier gebaut haben, können wir eigentlich keine Cold War MP5 mehr spielen, die wir eigentlich nur so bis ungefähr 10, 15 Meter maximal spielen können. Und die Milano hat ja einen Buff bekommen, hatte sowieso nie Rückstoß und ist jetzt wirklich, wirklich gut. Also worüber ich mich immer lustig gemacht habe, die ja so unfassbar schlecht war, ist jetzt wirklich, wirklich gut und macht sehr, sehr viel Spaß. Da kommt auch die Tage noch ein Video zu der, explizit, wo wir dann auf die ganzen Änderungen und sowas auch drauf eingehen. Die hat wirklich einen krassen Buff bekommen. Nicht Meta, aber sehr, sehr geil. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Aktuell könnt ihr sowieso so viele SMGs spielen, die machen alle sehr viel Spaß und sind auf ihre eigene Art und Weise relativ unique, also sehr besonders. Hier spiele ich auch wieder den Feuerdämpfer, um eben nicht diese ADS-Time zu verlieren. Und ich sage euch, das ist wirklich ultra geil mit der. Mit diesen Aufsätzen könnt ihr nach dem Sprint direkt ins Visier gehen. Mir gefällt dieses offene Visier von der Milano überhaupt nicht. Deshalb packe ich hier sogar noch ein Microflex-LED drauf und wirklich probiert die Klasse mal aus und macht mal einen Taktik-Sprint und geht danach direkt ins Visier. Ihr seid instant drauf, ihr habt keinen Rückstoß mit der und die könnt ihr ganz, ganz easy auch auf 20, 25 Meter dann spielen. Passt dann perfekt zur Stoner, weil ab 25 Meter könnt ihr easy auch die Stoner benutzen und die Klasse ist
wirklich, wirklich geil. Auch die dann wieder auf Movement Speed gebaut. Ihr habt hier keinen Rückstoß, das heißt, oder ganz, ganz wenig Rückstoß, sehr einfach zu kontrollieren. Braucht hier keinen Feldagentengriff, Patrouillengriff noch drauf für mehr Bewegungstempo, wie eben auch bei der PPSH vorhin. Tiger Teamlauf für mehr Bewegungstempo und nochmal mehr Gehgeschwindigkeit beim Zielen. Und das Mikroflex LED, wie gesagt, finde ich das übersichtlichste kleine Visier, ohne da einen großen Zoom drauf zu klatschen. Ihr könntet die auch ein bisschen mehr auf Range spielen, aber ich will die auf Close Range bis ein bisschen Midrange spielen, deshalb das Mikroflex LED und wie immer der Plünderer schafft. Sehr weirde Klasse, finde ich, also muss man auch so sagen, aber macht Spaß, probiert sie aus, ist nice. Und weil wir noch keine Sniper-Klasse hatten, würde ich sagen, wir kommen noch zu einer Sniper-Klasse und die ist sogar ein bisschen außergewöhnlich, denn bisher habe ich immer die K gezeigt. Und natürlich könnt ihr auch hier einfach euch wieder die K reinklatschen, aber ich habe hier mal zur Schweizer K31 gegriffen, denn die ist jetzt nach 120 Patches, Buffs auch halt endlich einfach mal nice und mit auf einer Ebene, würde ich sagen, mit der K. Ich persönlich komme immer noch besser mit der K zurecht, aber ich denke, viele wollen mittlerweile auch einfach ein bisschen Abwechslung zu der haben, deshalb hier meine Schweizer Klasse, der GRU Mündungsfeuerdämpfer, der uns natürlich wieder ein bisschen ADS-Time abzieht, aber wir brauchen hier unbedingt die maximale Bullet Velocity, deshalb GRU in Kombination mit dem Kampfaufklärungslauf, der uns die maximale Bullet Velocity, wie gesagt, gibt, dann den SWAT 5 Milliwatt Laser, der uns bessere ADS-Time gibt und bessere Zielstabilität. Das ist jetzt quasi seit Mitte Season 3, glaube ich, ungefähr, der neue taktische Laser, wie er auch bei den MW-Snipern ist. Leider nicht bei allen Waffen, sondern nur bei den Snipern. Bei Sturmgewehren oder so hat das nicht die gleichen Vor- und Nachteile. Das ist nicht der taktische Laser aus MW. Das wurde nur für die Sniper so gemacht. Ein kleiner Vorteil gegenüber der K bei der Schweizer, ihr habt ein Magazin, was ihr wirklich komplett austauschen könnt. Ne? Bei der K mit einem normalen Zielfernrohr ist es so, dass ihr wirklich jede Bullet einzeln nachladen müsst. Nervt ein bisschen und das ist hier auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ihr könnt hier das schnelle Magazin mitnehmen, dann seid ihr ultraschnell wieder mit 5 Bullets am Start oder sogar das 7-Schuss-Magazin, auch sehr nice. Ich habe mich jetzt hier einfach mal für 7-Schuss-Magazin entschieden. Ihr könnt aber spielen, was ihr wollt. Und die Luftelastikumwicklung, die uns nochmal mehr Zielvisiergeschwindigkeit gibt und auch mehr Zielstabilität. Wirklich sehr, sehr geil. So ist die K31 auf jeden Fall unfassbar stark. Probiert ihr auf jeden Fall aus, auch wenn ihr irgendwie vielleicht jetzt euch mit der K festgefahren habt. Probiert mal die Schweizer aus. In Kombination mit der XM4, die wirklich, wirklich, wirklich einfach immer noch geil ist. Zu genau dieser Klasse habe ich schon ein Video auch gemacht vor circa 2 Wochen, glaube ich. Ja, mit dem normalen Schalldämpfer, Quatsch, mit dem Agency Mündungsfeuerdämpfer, denn wir spielen die mit einer Sniper, wir wollen die ein bisschen mehr auf Range spielen, dafür aber keinen Lauf, denn sonst nimmt dieses, wir spielen es auf Range und haben dafür weniger Mobility, eben so ein bisschen Überhand. Deshalb der Agency für mehr Bullet Velocity, für mehr Reichweite. Das Starnak 60 Schuss Magazin, um hier wieder 60 Bullets mit dabei zu haben, ohne eben viel an ADS Time zu verlieren, wie es eben immer mit diesen Netzen aufsetzen da ist. Den Tiger Team Scheinwerfer eben für dieses Movement Speed wieder und Gehgeschwindigkeit beim Zielen. Ich muss auch sagen, lieber dann nur den Tiger Team als nur den Patrouillengriff. Der gibt uns zwar richtig geiles Movement Speed beim Sprinten, aber dieses im Visier, Gehgeschwindigkeit beim Zielen, ist halt auch sehr wichtig. Deshalb lieber da den Tiger Team. Mikroflex LED, weil mir das offene Visier von der XM4 einfach nicht gefällt. Und das Plünderer Polster, beziehungsweise der letzte Schaft halt wieder für dieses Sprint to Fire Time und Gehgeschwindigkeit beim Zielen und Gehgeschwindigkeit beim Feuern. Beides sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr geile Klasse. Sehr geil zum Snipen. Auch hier natürlich gerne durch die K austauschen. Und generell bei allen Klassen könntet ihr mindestens eine von beiden auch austauschen durch eine andere. Wir haben wieder so eine Meta, beziehungsweise so eine aktuelle Waffenkultur in Warzone, wo man viel ausprobieren kann, wo man viele Waffen durchswitchen kann, aber das soll einfach so ein bisschen zur Orientierung dienen. Welche Waffen sind aktuell nice? Ganz kurzes Beispiel, Stoner 63 könnt ihr genauso gut auch durchs MG82 wieder ersetzen. Wurde zwar genervt, ist aber immer noch sehr stark. Könnt ihr natürlich genauso machen und so weiter und so fort. Ne? Ihr habt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier dran rumzuspielen, aber ich hoffe, euch haben die Klassen gefallen. In diesem Sinne, Freunde, wie gesagt, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und lasst ein Abo da unbedingt, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Haut rein, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Ciao, ciao.